Um unsere Organisation zu verbessern, haben wir mehrere Benchmarkings zum Thema betriebliche Exzellenz bei verschiedenen lokalen Unternehmen durchgeführt. Nachdem wir besser mit der Thematik vertraut waren, ist uns schnell klar geworden, dass das Verbesserungspotenzial gewaltig war. Deshalb haben wir 2014 die ersten Baustellen an unserem Standort Zall in Angriff genommen. Schnell haben sich vielversprechende Ergebnisse gezeigt und es war somit nur logisch, dass wir die Maßnahme in größerem Stil auch auf den historischen Standort von SIP in Meyrin angewendet haben. Ab dem Frühjahr 2014 startete ein groß angelegtes Projekt. Dies war der Bau unseres neuen Produktionsstandorts in Voisins. Von 2014 bis 2016 haben wir uns darauf konzentriert, dieses Firmengelände nach den Prinzipien ökologischer Verantwortlichkeit entstehen zu lassen. Nachdem wir unsere neue Arbeitsstätte in Besitz genommen hatten, haben wir unverzüglich einige unserer Best Practices wieder aufgenommen. Beispielsweise haben wir einfache und visuelle Management-Rituale in Form von regelmäßig in kurzen Abständen durchgeführten Besprechungen reaktiviert, die wir als AIC bezeichnen. Diese Sitzungen bieten uns die Möglichkeit, uns auf allen Ebenen auszutauschen und Informationen, Anforderungen, Sachzwänge mitzuteilen, damit wir eine oder mehrere richtige Entscheidungen gemeinsam treffen können. Im Rahmen der Exzellenzinitiative können wir auch die Bereiche ans Licht bringen, in denen es nicht so gut funktioniert. Wir alle haben die Ausrede viel zu oft gehört, wir haben das schon immer so gemacht, warum sollte man etwas ändern? Ändern ist nicht immer einfach und angenehm, ganz im Gegenteil. Es zwingt uns, uns in Frage zu stellen und, bildlich gesprochen, unser Manuskript zu überarbeiten. Worauf es ankommt, ist jedoch jeden Tag ein Stück weiterzukommen, um unsere Kunden noch besser zu bedienen.